Ich befinde mich gerade im Land, das auch als das Land des Eises und des Feuers bekannt ist. Damit meine ich natürlich das außergewöhnliche Land namens Island. Zu diesem Zeitpunkt befinde ich mich in der Hauptstadt des Nordens, Akureyri. Die Weiterreise geht nach Reykjavik. Doch anstatt den Weg mit der kürzesten Fahrzeit von 4,5 Stunden zu nehmen, wurde sich für einen anderen Weg entschieden. Diese Strecke erfordert eine Gesamtfahrzeit von 13 Stunden. Auf diesem Weg werden wir 4-mal halten und gemeinsam die krassesten Orte Islands erkunden, von welchen einer ein absoluter Geheimtipp ist. Nach knapp 3,5 Stunden Autofahrt in die südöstliche Richtung wurde der erste Spot erreicht. Wir sind hier gerade unterwegs zum Hengifoss-Wasserfall. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und das Besondere ist daran, der fließt runter und das sind nicht normale Steine, sondern die haben so einen echt schönen Farbverlauf mit Rot und so weiter. Sieht aus, wie als wäre so Magma dazwischen. Sehr, sehr schön. So sieht der Weg aus hier hoch. Im Internet stand bei einer Google-Bewertung, dass der Weg irgendwie hier 30 Minuten dauert. Ich habe die Zeit gestoppt und kann nun Besseres berichten. Hinter mir sieht man dann auch den Parkplatz. Ich hoffe, ich habe ein paar gute Aufnahmen für euch parat später. Erste Bemerkung, es geht hier schon ziemlich steil hoch direkt am Anfang. Und deswegen lohnen sich solche Wege. Dann hat man so eine Aussicht und das hat man echt nicht alle Tage. Also echt extrem schön. Ich finde allein schon für diese Aussicht hat sich gelohnt, hier diesen kurzen Weg hochzugehen. Nach der ersten Treppe war der Weg sehr steinig und sehr steil, also da war nichts mehr mit Befestigung, da musste man wirklich aufpassen, auch dass man nicht umknickt. Hier hinter mir seht ihr beim ersten Stopp, ich weiß nicht, ob der das schon ist, wir gehen mal noch weiter, weil hier sieht man noch nicht viel von dem Roten, aber hier sieht man diese monolithischen Säulen, also Basalt ist das, glaube ich, auch sehr spannend zu angucken. Ich habe gerade eben noch mal auf die Uhr geguckt, eine halbe Stunde ist jetzt schon um, wir sind noch nicht da, wir sind, glaube ich, fast da, weil man erkennt schon ein bisschen diese lava-ähnlichen roten Schimmer. Ich glaube, es dauert nicht mehr lang. Jetzt sind wir schon fast am Ziel, da sieht man schon, glaube ich, ein bisschen davon. Und das hat hier schon was Paradiesisches, weil man geht so die ganze Zeit hoch, und da ist so Wind und alles und dann kommt man hier wieder in so ein Tal, sage ich mal. Jetzt im Hintergrund sieht man den Hengifoss. Wir sind angekommen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die halbe Stunde im Internet, die hat nicht so ganz gestimmt. Wir sind ja schon entspannt hochgegangen, aber auch nicht zu langsam. Nach knapp 40 Minuten waren wir hier. Und das ist echt faszinierend, weil die Struktur da hinten, das ist ja so ein Lava-Hintergrund und das bildet sich wegen den Tonschichten und wegen dem hohen Eisenoxid. Also sehr cool, sehr spannend und echt eine krasse Landschaft. Auch nice to know ist der vierthöchste Wasserfall in Island mit knapp 118 Metern. Und ja, der Weg ist vielleicht ein bisschen steiler oder dauert auch ein bisschen länger. Aber die Aussicht, die ihr dort haben werdet, ist unbeschreiblich. Schaut euch mal den Stein an, wie der da liegt. So perfekt. Der liegt schon so da, als müsste man den gleich runterschubsen, also runterschmeißen. Jetzt müssen 270 Kilometer bis zum nächsten Halt bewältigt werden. Bewältigt kann man nicht wirklich sagen, weil der Weg an sich als eine einzelne riesige Sehenswürdigkeit bezeichnet werden kann. Sattes Grün, türkises Blau, Schwarz und Weiß liefern gepaart mit der Topografie ein Bild, was du normalerweise nur von Gemälden oder Science-Fiction-Filmen kennst. Nach 4 Stunden wurde das nächste Ziel erreicht. Wir sind beim zweiten Spot angekommen, der Diamond Beach. Das war auf jeden Fall auf meiner Bucketlist und das ist so das Ding, was ich auch an Island sehen wollte. Ich finde es nämlich faszinierend, wie blau dieses Eis im Hintergrund ist. Das ist Gletscher, das wird irgendwo runtergebrochen, weiß ich nicht genau, muss ich nochmal nachlesen. Und das fließt hier einfach rum und man erkennt es auf den Aufnahmen, wie schön blau, kristallklar das Wasser ist und das Gletscher eben genauso. Klare Weiterempfehlung, es ist extrem schön hier. Mir persönlich gefällt es echt gut und ich bereue es nicht, dass wir den langen Weg auf uns genommen haben, um das Ganze hier zu sehen. Aber wie man sieht, das ist auch wirklich schon ein richtiger Touristenspot, weil um mich herum hier sind schon ziemlich viele Leute, da ist sogar eine Riesengruppe, aber es lohnt sich. Also bezüglich des Parktickets, das kostet eine Stunde 1000 isländische Kronen, das sind knapp 8 Euro, würde ich sagen, ungefähr Pi mal Daumen. Im Hintergrund sieht man noch Leute, die machen hier noch so Exkursionen und so. Aber ich finde, ja, kann man machen, muss man jetzt nicht unbedingt. Wenn man nur dafür hinfährt, um so eine Exkursion zu machen, weiß ich, wäre jetzt nicht so meins. Für mich reicht einfach nur dieser wunderschöne Ausblick. Wir fahren dann wahrscheinlich mit dem Boot so raus und so und schauen sich das Gletscher nochmal ganz genau an. Ja, da kann man schon sehr coole Aufnahmen machen, aber ihr müsst leider mit denen hier klarkommen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Wind hier, der ist schon ziemlich frisch. Also, wenn du hier allein schon 12, 13 Kilometer weiter fährst, da fühlt sich das nicht so an, wie wenn du hier direkt am Eis bist. Also das ist echt verrückt. Wir waren gerade eben noch kurz einkaufen, das war eine halbe Stunde entfernt. Da schien die Sonne, also extrem warm. Und dann fährst du, also hier das Wetter ändert sich insgesamt extrem schnell. Ist einfach cool, das mal zu erleben. Also Kollege, zieh eine Mütze an, wenn du hier bist. Sonst musst du nämlich mit kalten Ohren klarkommen, genauso wie ich. Das soll es mit dem Gletscher noch nicht ganz gewesen sein. Wir sind ins Auto gestiegen und knapp 15 Minuten weitergefahren. Nachdem man von der Hauptstraße abbiegt und noch 2 Kilometer an so einer Schotterstraße lang fährt, haben wir dann endlich das Ziel erreicht. Wir sind jetzt knapp 18 Minuten weitergefahren, ja? Und hier ist es fast schon cooler als beim Diamond Beach, weil schaut euch das Ganze mal an.
hier ist es so, wahrscheinlich bricht das Gletscher hier raus und fließt dann da runter. Und hier sind die nochmal viel größer und das ist sehr prägend, das Bild. Also ich würde mir wünschen, dass das auf der Kamera genauso rüberkommt. Ich kann das jetzt noch nicht sagen, aber in echt sieht das einfach mächtig aus. Also es ist wild, wirklich. Ich hoffe, ich kriege das so auf die Kamera, dass ihr das zu Hause dann, dass das auch so annähernd so rüberkommen kann, wie es hier in echt rüberkommt. Bis zu unserem nächsten Spot müssen 220 Kilometer gefahren werden. Und dieser Spot ist etwas anders als die anderen Spots, denn es handelt sich nicht direkt um die Natur Islands, sondern um ein anderes Ereignis. Aber seht selbst. Wir sind hier jetzt gerade beim dritten Spot angekommen. DC3 Plane Wreck. Schauen uns das Ganze an. Hier kommt man an auf so einem Parkplatz. Das Ganze ist natürlich per Parkgebühr. Hier kann man so eine App runterladen und das Ganze dann bezahlen. Schon ein bisschen Geldmacherei hier. Nicht so nice, aber ja, für ein ganzes Tagesticket jetzt knapp 8 Euro kostet das. Und das schauen wir uns jetzt an. Da hinten ist das gute Stück. So sieht der Weg dort hinten aus. Und ich nehme euch da mit, Kollegen. Das Gute ist, das ist quasi direkt an der Straße. Man fährt quasi diese Ringstraße entlang und dann biegt man nur ganz kurz ab und fährt knapp 2 Kilometer und ist direkt zu Fuß erreichbar. Also hier gehst du allerhöchstens 2 Minuten hoch. Das hier hinter mir, das war anscheinend so ein umgebautes Flugzeug von der Navy, also von den USA. Das ist dann am Ende leider abgestürzt. So sieht das Ganze aus. Es gibt hier noch ein zweites, dahin sind wir nicht gefahren, aber ist schon verrückt, wenn man mal überlegt, ne, dass das mal in der Luft geflogen ist und jetzt hier hinter mir ist. Aber ist auch schon etwas länger her. Die Flugzeugtechnik heutzutage ist da schon ein bisschen besser. Also keine Sorge, falls ihr fliegt und Flugangst habt, dass ihr jetzt doch nicht in den Urlaub fliegt. Ihr könnt ruhig noch in den Urlaub fliegen. Jetzt muss ich mich selber kurz korrigieren. Das war nicht ganz richtig mit dem Absturz, aber zuerst ein geschichtlicher Exkurs. Ab 1944 diente dieses Flugzeug als Transportflugzeug der US Navy. Es sind noch 3 weitere Personen im Flugzeug. Der Captain beschließt vor der Landung eine kurze Abweichung zu fliegen, um nochmal den Arctic Circle von oben zu sehen. Er hat das Flugzeug auch erfolgreich gelandet, aber beim Bremsvorgang schwenkte das Flugzeug unerwartet nach rechts. Folgen davon war, dass der Reifen und der Flügel beschädigt wurden. Aus Kostengründen wurde sich dafür entschieden, das Flugzeug dort stehen zu lassen. Von dort aus diente es als Unterschlupf für Kühe oder Schafe. Heutzutage dient es als Touristenattraktion. Hier hinter mir ist noch so eine riesen Öffnung. Ich will mal sagen, wir gehen jetzt gemeinsam rein und erkunden das Ganze. Schon verrückt hier, ey. Ja, sieht gut aus. Gut erhalten eigentlich, dafür, dass das schon etliche Jahre hier rumgammelt. Wir gehen jetzt vorne durch bis zum Cockpit und schauen uns das Ganze mal an. Boah, sieht schon verrückt aus. Du siehst hier noch, wo die ganzen Schaltkästen waren und alles. Hier noch so Dämmstoff und so. Hier alles verbrannt. Abgekugelt, die ganzen Kabelbäume. Schon interessant. Da würde ich sagen, Wrackwart ist hier am Start mit den abgebranzten Kabeln. Und hier vorne war dann der Motorraum. Dann gehen wir mal ganz schnell raus hier, damit das etwas sicherer gemacht wurde. Das ist hier so ein Gehweg. Ja, Mann. Aber schon interessant hier auf jeden Fall. Schreib doch gerne in die Kommentare, welchen Ort du am coolsten fandest oder welchen Ort davon du vielleicht schon besichtigt hast. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bleib stabil.